Härte. Wir könnten zum Drachen gehen. Wollen wir zum Drachen gehen? Nein, wir wollen nicht zum Drachen gehen. Nein, das wollen wir nicht. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht das Boom gehört. Im Hintergrund ist gerade ein anderes Programm fertig geworden, meine Sachen zu rendern und praktisch umzuwandeln. Ich nehme ja immer mit Traps auf. Hab am Anfang... Oh, was ist das? Wirkt diesen Zauber zu Beginn deines Zuges. Die obersten 5 Karten des Abenteuerstapels an. Ja, das machen wir doch. So. Und hier, wir bewegen uns hier hin. Ja, ich hatte ja am Anfang mal erwähnt, dass es Stunden dauert, die Dateien hochzuladen. Noch ein Talisman. Also eigentlich sind die relativ selten. Ich habe jetzt 2. Und, ja. Zum Heiler wollen wir nicht, zum Drachen wollen wir nicht. Es ist fürchterlich. Schauen wir uns mal die obersten 5 Karten erstmal an. Ja, und auf jeden Fall habe ich jetzt rausgefunden, wenn ich das geschickt anstelle, dass ich praktisch... Das ist doch alles nett. Der ist relativ easy. Der Ortskundige, naja. Gold ist immer gut. Das Schwert kann uns auch schon mal weiterhelfen. Wenn ich das vorher praktisch verändere und erstmal in eine WMI-Datei, heißt glaube ich, umwandle und dann nochmal mit einem anderen Programm die einzelnen Videos zusammenschneide, dann sind die zum Schluss nur noch ein paar hundert Megabyte groß und nicht mehr mehrere Gigabyte und lassen sich auch wesentlich einfacher ja, ins Spiel, in YouTube einfügen. Woraufhin ich finde, dass das ein Riesenvorteil ist. So, jetzt wieder zurück hier zum Spiel. Ihr habt gemerkt, ich habe im Hintergrund versucht weiterzumachen. Wenn ich mal als Frau zur Welt komme, werde ich das besser können mit dem gleichzeitig reden und arbeiten. Ja, 4 Punkte. Holen wir uns hier nochmal Leben. Es gibt ziemlich fiese Karten, zum Beispiel den Poltergeist. Der Poltergeist ist, dass man nur immer ein Feld weit laufen kann. Das würde ich mir jetzt hier im Augenblick gerade wünschen. Da würde ich immer hin, her, hin, her. Jep, und was ziehen wir noch? Genau, die beiden nehmen wir auch. Gold und Ortskundiger ist immer eine gute Sache. Begleiter kann man so viele mitnehmen, wie man möchte. Es gab bei dem Spiel zum Beispiel, glaube ich, irgendwie auch noch einen Jäger, Waldmeister oder wie auch immer er sich nannte. Der konnte zum Beispiel dann auch Tiere zähmen, wenn die als Gegner auftauchten. Aber ansonsten... sind hier eigentlich die Gegner, die Begleiter relativ festgelegt. Ja, wir betteln uns mit einem Lemur. Wobei ich immer dachte, es ist eine Affenart, aber gut. Hey, und wir haben ihn knapp geschafft. Hätte er jetzt eine 6 gewürfelt, wäre unentschieden. Hätte keiner irgendwie Schaden bekommen. Wir kriegen ihn jetzt als Trophäe. Was auch immer das... Was stand da? Trophäe in den Tavernen? Ein viel mehr Stärke, Talent, 7... Dann weg. Überzählige Stärke und Talent. Vielfaches von 7 gehen verloren. Hab's nicht verstanden, macht aber nichts. Seht ihr, so ist es doch immer wieder toll, wenn man den Leuten was vorstellt, weil dann kann man selber noch was lernen. Wir wollten Unsichtbarkeit zaubern. Dann zaubern wir das mal. Jetzt sind wir aber sowas von unsichtbar. Heilung. Na, das wird einen Augenblick dauern, bis wir das einsetzen können. 5 Punkte. Können wir hier in den Steinkreis? Tiefer Wald. Ach, wir probieren es einfach mal. Achso, ich habe ja den Ortskundigen und brauche nicht zu würfeln. Gut, super Wurst. Wir können in den Markt. Wir haben jetzt 3 Gold. 3 Gold ist doch schon mal super. Wir gehen in den Markt und schauen mal, was es da so zu kaufen gibt. Das Floß, wie hier schon steht, kann man halt übersetzen. Ansonsten Packesel und es gibt eigentlich auch noch eine Axt. Die kann man hier natürlich nicht kaufen. Und mit der kann man sich dann im Wald ein Floß bauen oder auch übersetzen. Wir nehmen uns einen Packesel mit. Ich mag einfach Packesel. Ich könnte auch mehrere Dinge anklicken, aber dafür hatte ich jetzt nicht genug Geld. 5. Holen wir uns noch einen Lebenspunkt. Okay, irgendwas poppt im Hintergrund. Die ganze Zeit auf. Aber gut. Ja, wir haben den letzten Lebenspunkt rausgenommen. 4. Gehen wir hier hin.
Also ich fand es einfach auch interessant, diese ganzen Items hier mal kennenzulernen und überhaupt. Schön wäre natürlich ein Mehrspielermodus, den bringt das Spiel leider nicht mit. Und es wäre natürlich auch schön, wenn man allgemein noch andere Charaktere zur Auswahl hat. Ich habe immer die Wahrsagerin eigentlich dann probiert, ja, weil mir das eigentlich mit am meisten Spaß macht. Immer noch nur ein Gold. Was will ich da hinten? Ich könnte mal hier hingehen. Mal schauen, was hier so passiert. Eine Karte ziehen. Oh, ich habe eine Axt und ich werde sie benutzen. Hey. Die 1. Zum Heiler brauchen wir nicht. Jetzt zeige ich euch gerade noch den Versuch, hier überzuschreiten. Jetzt muss ich gegen den Wächter kämpfen. Der Wächter ist natürlich groß, böse und gemein. Und selbst mit einer 6 hätte ich eigentlich gar keine Chance, ihn zu schlagen. Aber das wäre jetzt dann auch die Taktik, meine Lebenspunkte wieder runterzubekommen, um den Zauber wegzubekommen, um neue Zauber zu bekommen. Da gibt es halt auch wirklich schöne Sachen. Der Teleport war zum Beispiel nicht schlecht und so weiter und so weiter. Gut, ja. Gibt es sonst noch was zu dem Spiel zu sagen? Probiert einfach auch die anderen Charaktere mal aus. Vor allen Dingen, ja, muss ich sagen, hat es mir ein bisschen den Spielspaß genommen, dass ich jetzt freie Auswahl habe bei den ganzen Sachen. Mir hätte es mehr Spaß gemacht, die Sachen frei zu spielen. Müsst ihr halt selber wissen. Jetzt ist halt praktisch, wenn ihr dann hier was abgeschlossen habt, könnt ihr halt bis zu 3 Pyramiden bekommen, je nachdem, wie viele Runden ihr gebraucht habt und so weiter. Zum Beispiel neutrale Wesen sind, können auf den Friedhof gehen, können in die Kirche gehen, während es zum Beispiel, weil ich einen Troll niemals als neutral bezeichnen würde, zum Beispiel hier eine böse Kreatur, die kann auf den Friedhof gehen, dann gibt es Ereigniskarten, die böse Kreaturen einen Bonus geben, dann gibt es Ereigniskarten, die guten Kreaturen einen Bonus geben. Ich glaube, neutrale werden nie bevorzugt. Ja. Ja, und hier, er kann sich halt massig Geld anhäufen, indem er halt durch die Wälder zieht, ja. Und so weiter und so weiter. Man muss ja echt sagen, da ist für jeden was dabei. Wer gerne den guten Elf spielt, der dann im Spiel, nur weil das Falsche gewürfelt wird, auf einmal böse wird und so. Ja. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch wieder mal was von Knights and Dragons machen kann. Wir beenden jetzt gerade mal das Spiel hier an dieser Stelle und weg damit. Hab hier immer noch das Problem, dass das leider nicht läuft. Ach, ich bin aufs Falsche gegangen, ich Fischkopf. Sehr lustig. Hab das Problem, dass das hier nicht läuft. Hoffe, dass es bald wieder soweit ist. Dann kann ich da ein bisschen mehr zeigen. Und wenn euch eins der beiden Spiele gefallen hat und ihr sagt, hey, ich will noch ein paar Kniffe sehen oder bitte spielt's doch einfach an der Stelle weiter oder, dann mache ich das gerne. Dieses Spiel hier müsste speichern, wo man aufgehört hat. Dieses hier tut das nicht. Wenn ihr ein anderes App habt, was ihr gerne sehen wollt, schreibt es bitte in die Comments. Würde ich mich auch vorher ein bisschen schlau machen, damit ich euch auch ein bisschen was dazu zeigen kann. Wobei alte Hasen ja meistens mehr wissen als ich. Und ansonsten, ja, für Minecraft habe ich hier mir noch was installiert, aber Minecraft kam ja bei euch nicht so gut an. Dann lassen wir das auch am besten zu. Gut, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis dann, euer Eid.